Hallo und herzlich willkommen, heute wieder mit einem neuen Toy Review und ich habe etwas ganz was Tolles bei mir im MyToys gefunden. Einmal Transformers Prime Deluxe Prawl, aber in der richtigen, ihr seht selbst, in der richtigen Polizeiversion. Und das ist einfach geil. Eine Sache gleich vorweg, diese Figur ist quasi nur ein Remold von Smokescreen. Das heißt, die Karosserie ist eigentlich ein 1:1-Mix von Smokescreen und eigentlich der Rest. Das Einzige, was jetzt halt nur anders ist an der Figur, ist, sie hat hier oben Blaulichter und natürlich auch die Bemalung ein bisschen anders. Zur Bemalung gleich alles vorweg. Es ist schon sehr schön, dass hier Hasbro gelbe, durchsichtige Lichter quasi angebracht. Finde ich, passt besser als blau. Und es macht echt was her, vor allem auf diesem schwarzen Hintergrund. Allerdings, um es mal ganz kurz zu zeigen, in der Roboter-Version hat er auf dem Brustkorb blaue Leuchten, die quasi die Frontseite widerspiegeln sollten. Fehler, ganz schlecht gemacht. Ansonsten ist die Figur einfach nur geil. Ich zeige es euch gleich aber nochmal genauer. Allerdings möchte ich, um euch das zu verdeutlichen, die Anleitung mal zeigen. Alleine nur der erste Blick. Ihr erkennt, es ist Smokescreen. Der Kopf ist ein bisschen ummodelliert. Allerdings hat er hier diese Netzwaffe, die er allerdings nicht im Original mit dabei hat. Auch so bei der Verwandlung. Die Figur selbst ist eigentlich genauso gehalten wie Smokescreen selbst. Ihr seht es auch selbst. Hier oben fehlen komplett die Blaulichter. Es ist wirklich eine 1:1 Kopie der Smokescreen Anleitung. Finde ich eigentlich sehr ein sehr großes Armutszeugnis eigentlich von Hasbro. Das Einzige, was sie abgeändert haben, ist hier nennen sie ihn auch Prawl. Was allerdings hier auch wiederum nicht passt, aber ich denke mal, das ist eine Ankündigung für mal wieder einen neuen Remote. Guckt euch mal den Kopf an. Es ist nicht Smokescreen. Er sieht zwar Smokescreen relativ ähnlich, aber er hat ein komplett verschlossenes Gesicht. Eine komplette Frontplatte davor. Ich weiß nicht, was da Hasbro geritten hat, aber wie gesagt, vielleicht ist es mal wieder irgendeine Ankündigung für ein neues Remold, was ja immer wieder in der Vergangenheit sich in diesen Anleitungen gezeigt hat. Aber hier sehen wir auch nochmal ganz deutlich, zeig mal, vielleicht seht ihr es, es ist Prawls Kopf. Es ist echt merkwürdig. Das heißt, sie haben wirklich die Anleitung aus ganz vielen Teilen zusammengestückelt. Das Artwork hier ist definitiv nicht Prawl. Der Kopf ist ein ganz anderer. Klar, sein Name steht hier drin, aber ansonsten passt gar nichts. Der Auto, der Fahrzeugmodus hat, wie gesagt, keine Blaulichter, kein gar nichts, und aber trotzdem den Kopf von Prawl. Es ist, wie gesagt, einfach nur merkwürdig. Es passt nichts. Auch die Waffe ist eigentlich eine ganz andere. Ansonsten, wie gesagt, eine sehr schöne Figur. Ich zeige euch das jetzt mal ein bisschen näher. Die Anleitung tun wir mal zur Seite. Die Waffe, wie gesagt, ist eine ganz simple kleine Pistole, also nichts Besonderes, ohne große Extras, keine wirklichen Details, einfach nur eine Röhre mit einem Griff. Ja, und ihr könnt natürlich die Rakete auch ganz normal abschießen. Fliegt nicht sonderlich weit, höchstens einen Meter, wenn überhaupt. Prawl an sich, wie gesagt, ein sehr schönes Mold. Man sieht aber jetzt schon, auch wenn ich die Figur eben erst ausgepackt habe, es ist einiges anders. Ihr seht hier hinten, das Plastik hat einen leicht gelblichen Touch, als wenn er schon Ewigkeiten 3 Tage vergilbt wäre, aber nein, ist er nicht. Und obendrauf ist, Entschuldigung, meine Stimme geht langsam weg, ist ein weiß bemaltes Dach. Die Fronthaube ist wieder ein anderes Plastik, das heißt wieder ein bisschen ein anderes Weiß, und die Seite ist auch in diesem Rauchweiß gehalten. Man sieht hier natürlich auch schön die Details. Es ist ein Autobot-Symbol in einem Sheriff-Stern, was auch vorne nochmal angebracht ist, was ich sehr schön finde für einen Polizeiwagen. Wir sehen hier oben das Blaulicht, was sich in 2 Teile später teilen lässt, bezüglich der Arme. Hier oben haben wir einen Pin. Da können wir natürlich auch die
Waffe drauf befestigen, wenn wir wollen. So. Finde ich, sieht aber ein bisschen merkwürdig aus. Und hinten ganz groß Police draufstehen. Hinten ziemlich unspektakulär, ohne Bemalung. Selbst das Nummernschild ist nicht bemalt. Die Rückleuchten sind nicht bemalt. Auch hier oben nicht. Nichts ist bemalt. Die Auspuffrohre sind auch komplett weiß. Auch nicht bemalt, was ich sehr schade finde. Dafür, dass man sich hier vorne so viel Mühe gegeben hat, finde ich, ist es schlecht. Gegenüber der Verpackung sieht man aber auch wieder einen deutlichen Unterschied. Die Fenster sind durchsichtig aus Plastik. Und in der Verpackung sieht man hier, sind sie undurchsichtig. Ist einfach nur aufgemalt. Finde ich persönlich sehr schön, dass man es hier natürlich dann in Durchsichtigkeit hat. Wiegt so ein bisschen die anderen Fehler ein bisschen auf. Unten sieht man jetzt ziemlich unspektakulär die Beine. Der Brustkorb zusammengeklappt und hier unten der Kopf. Ja, und das sind die Schultern. Die Verwandlung ist ein wenig komplizierter, beziehungsweise ein bisschen schwieriger umzusetzen. Allerdings möchte ich euch das nicht vorenthalten. Vorne ganz kurz noch dazu, die unteren Leuchten sind komplett schwarz unbemalt. Was ich auch schade finde, in Silber wäre es vielleicht besser gewesen. So, wie gesagt, kommen wir mal zur Transformation. Dazu klappen wir erst die Motorhaube nach oben. Dazu müssen wir aber erstmal die Motorhaube lösen. Die Motorhaube ist hier mit einem kleinen Pin versehen. Hier vorne und hier vorne. Das heißt, das Lösen wird ein bisschen schwieriger. Wir versuchen jetzt erst einmal hier vorne das zu lösen, dass es quasi so angehebelt ist. Dann hier an der Seite versuchen wir es zu lösen, indem wir hier den seitlichen Pin lösen. So, und jetzt ist das, was ein bisschen tricky ist, auf keinen Fall die Motorhaube nach ganz hinten setzen. Ihr seht, sie klappt hier vorne über die andere drüber. Das heißt, ihr könnt sie dann nicht mehr komplett hochklappen. Das heißt, nur so ein Stück hochklappen. Das gleiche, wie gesagt, noch einmal auf der anderen Seite. Seite lösen. Und jetzt einfach erstmal so anheben. Ist natürlich sehr schön gemacht. Man sieht hier quasi wie so einen Motorblock darunter. Auch wenn keiner vorgesehen ist, aber trotzdem sehr schön gemacht. So, dann wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Ihr müsst hier oben das Dach lösen und die Arme lösen. So, und jetzt kommt das Schwierige an dieser ganzen Transformation. Ihr dreht erstmal die Arme nach außen. So. Und klappt jetzt die Motorhauben komplett über die Arme. Nach unten. So. Jetzt habt ihr hier oben die Scheiben. Die klappen wir jetzt einmal nach außen. Wie gesagt, das ist das etwas schwierigere. Deswegen ein kleiner Tipp. Klappt die Beine ein bisschen nach unten und dreht sie seitlich. Dadurch könnt ihr die Scheiben besser nach hinten klappen. So, diese Scheiben kommen aber gleich. Jetzt klappen wir erst einmal hier oben die seitlichen Schultern auseinander. Das heißt, der Frontgrill wird quasi zur Seite geklappt. Dann klappt ihr hier oben den Kopf nach vorne. Ihr habt hier unten einen kleinen Pin. Dieser Pin wird hier unten in der Brust versenkt. Und hier unten ist auch nochmal ein kleiner Pin, der auch nochmal in der Brust versenkt wird. So, das heißt, ihr müsst hier diesen Kopf ein bisschen senken und mit der Brust verbinden. Was manchmal nicht ganz so leicht ist. So, jetzt. So, das heißt, der Kopf ist jetzt schon eingerastet. Jetzt, da die Arme nicht einfach nur so runterhängen wie so ein Gorilla, müssen wir natürlich jetzt die Arme auch noch verwandeln. Das geht jetzt ganz simpel. Ihr habt hier unten, hier und hier silberne Packs. Diese Packs, dazu klappen wir am besten erst nochmal die Schultern ein Stück hoch, halten hier diese Felgen fest. Das heißt, ihr müsst hier die Felgen einmal so hereindrücken. Das heißt, sie sind dann nicht mehr drehbar, sind fest montiert mit diesen Packs quasi verbunden. Ich versuche es euch hier nochmal in Nahaufnahme zu zeigen. Ihr seht hier diesen Pack und der muss quasi so in das Rad eingebunden werden. So, anschließend klappt ihr hier die Schultern einmal nach oben. So. Das gleiche auch noch einmal hier. Die Schultern nach oben. So. Drehen jetzt einmal die Figur komplett rum. Das heißt, ihr seht selbst, dann sind die Arme hier oben
in den Schultern drin. Die Schultern klappt ihr jetzt richtig runter. So. Jetzt klappt ihr die Füße auseinander. Dazu müssen aber erstmal hier die Rücktüren, oder ich sag die Seitentüren, einmal nach oben geklappt werden. Die Scheiben nach innen. Und die werden jetzt hier oben in diesem kleinen Schlitz unter dem Kopf befestigt. Dann klappt man sie ein bisschen auseinander, dass sie V-förmig wirken. Und schon seht ihr, sieht der Oberkörper ziemlich geil aus mit den Türen. Finde ich eine coole Sache auf jeden Fall. So, dann dreht ihr wie gesagt die Füße komplett rum. Das heißt einmal so rum, dass das Polizeisymbol unten ist. Dann splittet ihr die einmal in der Mitte. Dann, ganz wichtig, dreht ihr hier dieses Teil einmal komplett runter, das ist der Fuß. Und ihr müsst natürlich hier vorher das einmal so nach oben öffnen, das habe ich jetzt ganz vergessen. So. Und jetzt, ganz wichtig, nicht vergessen, die Seitenpanel nach vorne drehen. So, und unten einrasten. Wir sehen hier wie so einen kleinen Pin und der wird hier unten drunter befestigt. Das heißt, ihr dreht das einmal rum, drückt es rein und schon hält's. Das gleiche hier noch einmal und befestigen. So. Und schon ist Prawl fertig verwandelt. Das war's eigentlich schon. So. Genau. So, jetzt stehe ich mal hin. Prawl, wie er leibt und lebt. Wir sehen einmal, wie gesagt, der Körper von Smokescreen und der Kopf ist komplett neu modelliert worden. Wie ich finde, allerdings ziemlich geil. Er sieht wirklich aus wie Prawl. Also es hat wirklich eine deutliche Ähnlichkeit. Gut, er hat jetzt hier unten natürlich einmal einen Mund. Das hat er natürlich in der alten Version nicht. Cool wäre es natürlich auch gewesen, wenn der Mund komplett zu gewesen wäre. Allerdings schon ziemlich geil. Ihr seht auch oben diese Verzierung in Gold, in Rot mit Silber. Und ihr seht auch hier seitlich am Kopf die kompletten Lightpipe-Feature und vorne die Augen. Wenn ihr natürlich hier hinten jetzt so das zumacht, ihr seht selbst, die Augen leuchten dann nicht mehr. Als wenn er blinzeln würde. Ziemlich cool gemacht. Ihr seht auch nochmal hinten, der komplette Kopf ist mit dem Lightpipe-Feature übersehen. Und die Figur an sich ist auch von Details her ziemlich cool. Ihr seht hinten einmal in der Figur, die Räder sind sehr gut im Rückenmodul verstaut, kommt der Serie ziemlich nah. Auch die Details ansonsten vom Rückenpack sind auch ziemlich cool gemacht. Was mich an dieser Figur so ein bisschen stört, sind hier außen diese kleinen Packs, die quasi die Autotüren dann festhalten. Und was mich noch stört, ist, dass die Figur ansonsten hier vorne sehr flach ist. Wäre es ein bisschen abgeschrägt wäre, sähe es schon ein bisschen cooler aus. Allerdings kann man ja nicht alles haben. Das zweite, was mich an dieser Figur stört, sind irgendwie die Dächer. Sieht wie so eine Klinge nach vorne. Leider kann man das nicht nach hinten schieben oder auch drehen. Es ist stur fest, was ich sehr schade finde. Das Einzige, was man machen kann, wenn man es möchte, man kann es hinter den Armen klemmen. Finde ich allerdings jetzt auch nicht sehr viel besser. Ich drehe es jetzt trotzdem mal nach hinten. So, und was mich noch an dieser Figur stört, leider, sind die überdimensionalen großen Plattfüße. Das hätte man vielleicht ein bisschen besser lösen können. Zum Beispiel, dass man diese untere Wand komplett abtrennt und hier hinten an der Rückseite befestigt. Ansonsten sehr cool gemacht. Die Beweglichkeit der Figur ist Standard, wie bei jeder Figur. Bein nach oben und Kniegelenk nach unten. Die Beine sind hier innen drin hohl, aber trotzdem ziemlich gut von vorne und von hinten verdeckt. Dadurch fällt es nicht sofort auf. Das Bein könnt ihr natürlich auch noch drehen. Der Fuß selbst, den könnt ihr nur so ein bisschen anwinkeln. Nach hinten und nach vorne, aber auch nicht viel. So, an sich die Arme haben Ellenbogengelenke, sind mit kleinen Rasterzähnchen quasi versehen. Ihr seht selbst, die Figur hat ein ziemlich cooles Armfeature, dass der Arm quasi richtig festhängt. Ihr könnt den Arm seitlich einmal drehen.
Allerdings bringt es nichts, den Abend wirklich festzustellen mit diesen Zacken, was eigentlich eine nette Idee ist, denn dafür sind leider die Schultern auf dem kompletten Kugelgelenk eigentlich eine nette Idee, hat aber auch sehr viele Nachteile von der, wie gut er schwere Kanonen hochhalten kann. Ich würde sagen, das hält nicht wirklich lange bzw. gut. Die Schultern sind eine nette Idee, finde ich, sind gut umgesetzt. Allerdings, wie gesagt, finde ich ein bisschen fehlerhaft, dadurch, dass quasi die Arme hier so lose in der Gegend herumeiern. Hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. Wie gesagt, was ich vorhin schon erwähnt habe, nettes Feature sind die Autotüren, die hinten nach hinten zeigen. Kennen wir ja vom Bumblebee aus dem Transformers-Film. Finde ich ziemlich cool gemacht und man hätte es auch nicht besser lösen können. Die Figur hat noch ein seitliches Drehgelenk wegen der Transformation in der Hüfte. Ja, und ansonsten hat sie eine sehr, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, sehr unspektakuläre Waffe, die man ihm in die Hand geben kann. Ich hätte es mir jetzt besser vorgestellt, dass man eine bessere Waffe hätte finden können. Aber naja, gut, es ist halt eine kleine Pistole mit Harpune vorne dran. Eine große Waffe wäre jetzt schöner gewesen. Allerdings macht die Figur natürlich so, wenn die Harpune weg ist, mit dieser Pistole schon wieder deutlich mehr her. Ja, wie gesagt, eine sehr schöne Figur, gefällt mir. Man kann die Waffe natürlich auch noch hier im Unterarm, in dem Blaulicht, in seinem rechten Arm quasi verstauen. Das ist auch eine Möglichkeit. Ansonsten gibt es keine andere Option, wie man die Figur quasi befestigt. Also, das heißt die Waffe. Ja, ganz kurz nochmal zum Abschluss, wie gesagt von dieser Figur, ich bin sehr stolz, dass ich sie bekommen habe, denn es ist schon relativ schwer an diese Figur dran zu kommen, wenn ihr sie bekommen sollte, sie ist ganz top aktuell, versucht sie zu bekommen, momentan Stand mit Anfang März 2014 ist die Figur gerade jetzt in Deutschland herausgekommen und noch im Wavepack mit Bullcat zu finden. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, auch glaube mit RC. Wie gesagt, ziemlich geil das Pack. Wenn ihr sie bekommen könnt, holt sie euch. Fahrzeugmodus, auch wenn sie sehr schlicht gehalten wurde und einige Bemalungen fehlen, 9 von 10 Punkten. Im Robotermodus leider als Abzug wegen den etwas großen Füßen und den schlecht umgesetzten Schultern. Aber das kennen wir ja schon von Smokescreen. Leider auch hier nur 9 von 10 Punkten. Macht alles in allem auch 9 von 10 Punkten. Ansonsten eine ziemlich coole Figur und ein ziemlich geiler Charakter. Ich empfehle ihn sehr. Kommen wir aber jetzt nochmal ganz kurz zum Abschluss zu der Verpackung. Ziemlich schlicht gehalten. Unten ganz normal Logo, Transformers Prime. Und oben natürlich nochmal Prowl im Auto und im Robotermodus. Hier muss ich ganz ehrlich dazu sagen, hat Hasbro mal nicht geschlampt. Das heißt, die Waffen sowie die Figur an sich sind 1:1 umgesetzt worden. Es ist nichts irgendwie anderweitig mit einer anderen Färbung markiert, nichts. Auch die Räder sind gleich, die Frontlichter sind alle gleich. Hier eigentlich mal top umgesetzt. Wie gesagt, es macht nur den Eindruck, als wenn hier die Scheiben nicht durchsichtig wären, sondern einfach nur angemalt. Kann ich mir aber nicht vorstellen, wenn ich mir den Robotermodus anschaue, wie hier die durchsichtigen Teile von der Scheibe quasi noch zu sehen sind am Arm. Wie gesagt, für mich eine sehr geile Figur. Ich kann sie nur empfehlen. Holt sie euch. Aktuelle Wave 2 Nummer 16 in der Figurenline. Holt sie euch, wie gesagt. Greift zu, solange ihr könnt. Ich habe es 19,99 € für bezahlt bei MyToys. Leider ein wenig unverschämt der Preis, wenn ich mir überlege, wie teuer früher die Deluxe-Figuren waren. Aber mein Gott, es pendelt sich mittlerweile ein. Ihr könnt gucken, ob ihr die Figur natürlich günstig noch bei Toys R Us oder bei Müller bekommen könnt. Müller hat momentan die Figuren für 15,99 € im Angebot. Mal sehen, ob da die Figur natürlich noch dazu kommt. Wartet nicht allzu lange. Bei eBay werden die Preise garantiert horrend steigen. So wie ich eBay kenne, werden die Händler garantiert bis zu 50-60 € für die Figur auf Dauer nehmen, weil sie ziemlich selten ist. In jedem Wave-Kit ist die nur einmal drin.
Im Gegensatz zu anderen Figuren, die bis zu dreimal drin sind. Ihr könnt euch ausrechnen, wie schwer es sein wird, diese Figur zu bekommen. Ja, das war es so viel wieder für heute. Ich wünsche euch was und freue mich aufs nächste Review mit euch. Bis zum nächsten Mal, euer Rexfo.